Hallöchen zusammen, ich bin's wieder, eure Grubi. Ich habe die nächsten Mini-Alben aussortiert. Und zwar die nächsten fünf. Ich sag's nochmal. Die Preise, die hier draufstehen, die ich jetzt hier alle, möchte ich jeweils 30 Euro für haben. Da ist der Versand schon mit drin. Ihr könnt entweder per Überweisung oder per PayPal bezahlen. Wer Interesse an einem Mini-Album hat, schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich schreibe die E-Mail-Adresse hier unten nochmal rein und in meiner Kanal-Info ist die auch hinterlegt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich eins verkauft habe und ihr schreibt mich nochmal an, kriegt ihr natürlich eine Info zurück, dass das schon weg ist. Oder ich schreibe es unten mit in die Kommentare nochmal. Ich weiß es nicht, ob ich da irgendwie noch was nachträglich einfügen kann. Gucken wir mal. So. Nummer 6. Ich glaube, ich habe das nicht gefunden. Ich glaube, das heißt aus alt macht neu. Hier vorne kann man ein Foto reinmachen oder einen Titel für dieses Album sich selber ausdenken und hier reinstecken. Es war mal ein Mini-Album, das habe ich verändert, das hat mir nicht gefallen. Das war schon so gebunden. Ich habe jetzt hier so ein Band dran gemacht, dass es ein bisschen zusammenhält, weil es doch ein bisschen dicker geworden. Hier hinten ist noch so Gebamsel dran, ein Schlüssel, ein Herz, eine Perle, ein Häuschen. Hier sind noch so Kabuchons drauf, hier mit einer Uhr und so. So. Schauen wir mal schnell durch. Dadurch, dass es ja einzelne Seiten waren, habe ich die jetzt nur ein bisschen verändert. Das war ein einfaches schwarzes Album, was mir nicht so gut gefallen hat. Deswegen so. Hier sind die Ecken sind offen, da kann man was drunter stecken. Hier habe ich so eine Lasche gemacht. Da kann man das einmal aufklappen. Und damit es nicht aufgeht, kann man es hier wieder zumachen. Wenn man das umdreht, habe ich hier so eine kleine, dass man es nach oben aufmachen kann. Hier kann man es auch wieder nach oben aufmachen und nach rechts aufklappen. Das hält hier mit Magnet. Das hält so. Das ist so die Seite und dann kann man die Seite auch noch mal nach außen aufklappen. Hier ist wieder so eine Ecke, wo man es runter machen kann. Hier ist wieder so ein Schnippel, dass man es aufklappen kann. Und zwar diesmal nach unten. Schnippelchen wieder zu. So. Hier kann man wieder nach oben aufklappen. Ist schon irgendwie witzig, die alten Mini-Alben mal wieder in der Hand zu haben. Was man damals so für Ideen hat und wie man das so umgesetzt hat. Hier ist wieder mit Magnet, kann man in die Richtung aufklappen. Hier habe ich mal so ein Bellyband gemacht, das wird von der Schnur gehalten, also von dem Band gehalten. Hier ist noch ein Tag. Augenblick steht da drauf. Das kann man dann einfach hier wieder runterklemmen. Und hier ist nochmal eine Tasche. Hier ist noch so ein Dings mit einer Uhr. Von hinten sieht es so aus. Ja. Und weil es ja doch vorne ein bisschen dicker ist, habe ich hier noch ein Band dran gemacht. So, das wäre Mini-Album Nummer 6. Nummer 7 ist mein März-Mini-Album mal gewesen. Love Lives Here. Die Liebe liebt hier. Hier habe ich so ein Bändchen dran. Hier ist wieder so eine Bindung mit diesen Plastikdingern. Zeige ich euch gleich mal. Einmal aufmachen. Also ich zeige mal von der Seite, von hinten. Und hier ist dieses große Schleifchen dran. Da habe ich so ein Außencover für gebastelt. Und hier innen drin ist nochmal so eine Bindung. Und ich hatte im letzten Ausverkauf-Video schon mal gezeigt, dass ich diese Kalenderblätter verarbeitet habe. Und hier habe ich nochmal eins mit diesen Kalenderblättern gemacht. Hier sind allerdings die großen davon da. Hier unten ist so eine kleine Tasche. Hier oben ist eine einfache Fotomatte drin. Weil, falls man nichts auf diese Bilder kleben will, hat man da drin noch Möglichkeit, was einzukleben. Hier hinten ist auch eine Tasche und ich finde die Bilder so schön. Also es ist überall immer eine Fotomatte drin, entweder oben oder an der Seite.
Unten habe ich immer hier so eine kleine Täschchen gemacht, weil die nicht so groß waren, diese Kalender, also diese Bilder aus diesem Kalender. Deswegen sind hier oben, also sind hier unten immer diese Täschchen. Auch eine Fotomatte drin von hinten. Und ich fand diese Motive einfach zu schön von diesem Kalender, wo man überall so Herzchen hat. Und ich mag ja Herzchen sowieso. Ist auch schön mit diesem Kranz hier, oder? Hier, da haben wir nochmal das tränende Herz. Buchseiten als Herz. Ups, hier fallen die kleinen Texte schon raus aus der Tasche. Schoki. Eine Wolke. Ein Schmetterling drin. So, und geschlossen wird es hier mit dem Band. Das ist Nummer 7. Würde ich auch für 30 Euro hergeben. So, Buch Nummer 8. Da habe ich irgendwie gar kein Video zu gefunden, aber kann natürlich auch sein, dass... Ich glaube, das ist das Mini-Album ohne Name. Weil da hatte ich gerade meine Stanzschablonen, meine Stanzen für die Buchstaben verbummelt. Und da wollte ich immer mal irgendwas nachträglich drauf machen, aber ihr wisst ja, wie das dann ist. Dann kommt das nächste Mini-Album und das nächste. So, von vorne sieht es so aus. Hier wird es geschlossen an so einem kleinen Haken und einem Band. Das ist der Rücken. So sieht es von hinten aus. Und von oben. Hier die 1 cm Bindung vom Tienchen. Hier ist so eine kleine Tasche an der Seite. Ein Tag. Hier kann man es einmal nach oben und einmal nach unten aufklappen. Ich finde das Format mal ganz schön. Haben wir hier noch eine Tasche oben drin? Nein, keine Tasche. Hier ist unten ein kleines Täschchen. Hier ist noch eine kleine Klappe, wo man hier unten noch was runterstecken kann. Paperclip. Hier hat diesmal 2 Taschen. Einmal hier oben eine und einmal hier unten eine. Die Seite habe ich mal so gelassen. Hier kann man es einmal aufklappen. Dann ist hier ein kleines Täschchen drin. Und hier mal so ein großer Wasserfall, wo man so Hochkantfotos unterbringen kann. Das ist ein Magnet, deswegen ist hier hinten so ein kleines Herzchen. Das habe ich vergessen, den Magneten drunter zu machen. Papier finde ich auch schön. Auf der Rückseite sieht es so aus. Hier ist wieder so eine kleine Klappe, die kann man einmal so aufklappen und einmal nach oben. Und hier haben wir so ein Bellyband. Da ist noch so ein Tag hinter. Ist das nicht auch mit Magnet? Ja, das ist auch mit Magnet. Also man kann das Bellyband hochmachen. Dann kann man da auch ein größeres Foto hinterpacken. Hier hinten ist noch ein kleiner Briefumschlag. Und geschlossen wird hier eine Hälfte des Bandes hier durchstecken und dann einfach einknoten und eine Schleife machen. So, dafür hätte ich auch gerne 30 Euro. Ich stelle das mal wieder hier hin. Dann habe ich hier Nummer 9. Das ist das DIY Januar Mini Album mal gewesen. Wild and Free. Auch die 1 cm Bindung in so Holzoptik. Hier habe ich diesmal so einen Verschluss gemacht. Den steckt man einfach nur hier durch. Und dann hält es so zusammen. Das ist auch aus Briefumschlägen gemacht, so wie es aussieht. Und Karten, also die dazugehörigen Karten. Jeder Briefumschlag hat eine Karte, die man hier oben rausziehen kann. Die ist auch noch ein bisschen verziert. Auch immer verziert.
Hier ist hinten noch eine Klappe mit dran und eine kleine Tasche. Hier ist wieder die Karte drin. Rückseite wieder eine Klappe und eine Tasche. Wieder die Karte drin. Also die Karte kann man in jedem rausnehmen hier. Also die lässt sich immer rausnehmen. Hier ist wieder eine Klappe. Wieder die Karte. Und ich habe das so in Holzoptik gehalten, so in Weiß. Mal was Schlichteres ein bisschen. Wieder die Karte. Wieder die Klappe. Hier ist jede Seite wirklich gleich aufgebaut, nur dass sie eben anders verziert sind. So, und hier hinten nochmal. Ups. Hier hinten habe ich nochmal so ein Ornament reingeklebt. Von hinten das Band für den Verschluss. Und so kann man es zumachen. Wild and Free. Nummer 9. Geht für 30 Euro auf die Reise. Und oh, jetzt kommt Herzschmerz. Aber ich habe einfach zu viele. Die Nummer 10 geht auch für 30 Euro auf die Reise. Das habe ich hier mit so einem schönen Samt bezogen. So sieht es von oben aus. Von hinten. Hier ist noch so eine schöne Uhr. Geschlossen wird es hier mit einem Gummi und einem Knopf. Da habe ich auch keinen Namen zugefunden und kein Video. Aber wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ich denke mal, es ist irgendwo, vielleicht habe ich auch mal aus Versehen irgendein Video gelöscht oder so. Ist ein Schlüssel drauf. Also das ist so richtig schön Vintage. So sieht es von innen aus. Hier vorne haben wir einen Umschlag mit Magnet. Dahinter kann man noch ein Tag reinpacken. Hier haben wir eine Tasche. Hier habe ich noch zwei große Tags mit reingemacht. Die sind von hinten immer so bestempelt. Hier steht noch Augenblick, hier ist noch so ein Ticket. Die habe ich alle so distressed, damit man weiß, hier kann man noch so ein Foto draufkleben. So ein großes, das ist für 9x13 Fotos. Hier ist eine Tasche mit einem großen Tag. Die Rückseite, hier ist so eine kleine Tasche, da kann man noch was reinstecken. Hier habe ich mal wieder so einen Schiebeverschluss gemacht. Kann man nach oben aufklappen. Vielleicht noch so ein kleines Täschchen, wo man was runterstecken kann. Kann man wieder zumachen. Hier ist auch wieder ein Tag drin. Ich ziehe die jetzt nicht alle raus. Die Rückseite, ups, mein Schreibtisch ist zu klein. Hier ist wieder so eine Tasche, da kann man was reinstecken. Auch einmal hier vorne und einmal hier hinten. Hier habe ich wieder diese beweglichen Elemente mit drauf gemacht. Eine Tasche in die Richtung, also eine Klappe mit einer kleinen Tasche. Hier ist wieder eine Fotomatte drin. Hier hinten, die kann man alle einzeln rausziehen und Fotos reinmachen. Die sind also alle beweglich, da kann man also seine eigenen Fotos reinmachen. Briefumschlag mit Magnet. Hier wird es von dem Häuschen gehalten. Kann man nach oben aufklappen. Ach, hier haben wir, doch, hier haben wir die Tasche mal oben. Die Fotomatte ist hier mal oben drin. So, auf der Rückseite ist ein kleiner Wasserfall. Hier haben wir, das kann man einmal, zweimal aufklappen nach unten. Und wird wieder hier mit so einer Lasche gehalten. Ist die Fotomatte wieder an der Seite. Auf der letzten Seite habe ich hier nur zwei Dreiecke, wo wieder zwei so große Fotomatten drunter sind. Und hier hinten ist wieder so eine Tasche, wo man hier vorne oder hier hinten was reinstecken kann. So, die Rückseite und geschlossen wird es hier mit dem Gummi. Der ist jetzt hier noch ein bisschen locker, weil ich habe mir gedacht, wenn jetzt hier Fotos reinkommen und es wird jetzt ein bisschen dicker, dann hält es auch wieder. Also dann, sonst wird es einfach zu stramm. Ja, das ist Mini-Album Nummer 10. Geht auch für 30 Euro auf die Reise. Also, schreibt mir eine Mail, wenn ihr Interesse an einem dieser Alben habt. Ich würde mich freuen, wenn sie in gute Hände gehen. Aber ich habe einfach viel zu viel. So, ich sage danke fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.